Hallo ihr Lieben! Hallo Oka, Weinstraße! Lieber Markus! Liebes Küchengeflüster-Team, die 100. Sendung steht jetzt vor der Tür. Was für ein tolles Jubiläum! Dazu möchten wir euch ganz herzlich gratulieren und euch motivieren, weiterzumachen. Küchengeflüster ist echt ein tolles Format. Ich gratuliere euch ganz herzlich zur 100. Sendung vom Küchengeflüster. Lieber Markus, dir und deinem Team die allerherzlichsten Glückwünsche zur 100. Sendung. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung Küchengeflüster. Das waren bewegte Zeiten mit vielen, vielen interessanten Gästen und vielen, vielen interessanten Rezepten. Wir haben gemeinsam die Pelzer Leverkusen gekocht und das hat mega viel Spaß gemacht. Ich kann mich gut erinnern an meinen Dreh mit meinem Lieblingsrisotto. Auch ich durfte als 81. pfälzische Weinkönigin eine Kochsendung bei Küchengeflüstern mitkochen. Ich möchte mich bedanken für euer ehrenamtliches Engagement. Küchengeflüster, das ist für mich Inspiration, geschmackvolle Zubereitung, das sind tolle Ideen und vor allem Bürgermedien at its best. Ich freue mich auf jede weitere Sendung. Macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind froh, dass wir euch haben und für die Zukunft wünsche ich euch alles Gute. Ich sende jetzt hiermit auch meine Glückwünsche für die 100. Auflage von dem Küchengeflüster und hoffe, dass bald wieder normale Kochabende stattfinden können mit Publikum vor Ort. Zum Wohl! Hallo und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe unserer Kochsendung Küchengeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich, dass ihr uns so lange, über 8 Jahre, die Treue gehalten habt. Die 100. Sendung haben wir uns sicher ein wenig anders vorgestellt. Wir hätten uns gewünscht, dass viele unserer Gäste, die schon mal bei uns waren, heute mit uns dieses Jubiläum feiern können. Jetzt sind wir gezwungen, das in Form von Videobotschaften hier in die Sendung einzubringen. Jetzt geht es auch schon direkt los. Wir haben uns für diese Sendung ein paar besondere Einblicke überlegt. Wir wollen euch neben Rückblicken auch ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben. Und als ersten Gast begrüße ich heute Michaela Schlick vom Einrichtungshaus Strohmeier-Gilb, Küchenwelt Speyer. Herzlich willkommen, Michaela. Schön, dass du da bist. Hallo. Dürfen Hallo. Wir? So ein bisschen. Ja, Michaela, du bist eigentlich von Anfang an dabei. Eigentlich schon lange vor der ersten Sendung. Korrekt. Wie hast du das so empfunden in der Anfangszeit? Es war spannend, von dir die Idee des Projektes zu hören, so ein bisschen gestalterisch oder Tipps oder Informationen zu erhalten und dich da, ich sag jetzt mal, zu unterstützen. Ja, das hast du tatsächlich getan, denn ohne die Unterstützung von jemandem, der von Seiten eines Möbelhauses dieses Projekt unterstützt, wäre all das über all die Jahre nicht möglich gewesen. Genau. Und es macht Spaß, ob das jetzt damals in Neustadt noch war, wo wir gestartet haben und dann jetzt hier in Speyer fortführen können und immer auf verschiedene Ideen, was höhere Dunsthaufe betrifft. Genau. Ihr habt auch mehrfach die Küchen für uns umgestaltet. Genau. Die Zuschauer haben schon gesehen, es stehen 3 Sektgläser da. Genau. Wir haben uns ja überlegt, dass heute auch der Daniel mit uns kochen wird. Und den hole ich jetzt aus unserem Promo, aus unserem Regieanhänger. Mach das. Kommt mit. So, Daniel, es geht los. Jawohl. Ja, schön. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und erzählen unseren Zuschauern noch ganz kurz, was hier passiert. Ja, also hier wird während der Sendung alles zusammengeschnitten, die ganzen Kamerabilder, die man hat, die werden hier zu einem Signal zusammenverarbeitet, der Ton wird abgemischt und dann quasi alles für den Schnitt vorbereitet, dass es da ein bisschen weniger Arbeit ist am Ende. Ja, brauchen 2 Leute hier normalerweise, 2 bis 3, je nachdem, wie aufwendig die Produktion ist. Das heißt, es wird eigentlich fast fertig produziert hier vor Ort? Ist fast fertig, genau. Also wir gehen am Ende nochmal drüber, schauen, dass wir auf die Zeit kommen von der Stunde, die wir sonst so geplant haben. Und mal bei langen Sendungen ist mehr Arbeit. Es gibt Sendungen, die sind fast einfach so durchgegangen im Schnitt. Das heißt, das ist das Ziel, wenn man eigentlich hier Feierabend macht, dass es fertig ist. Ist die Sendung im Kasten. Dann würde ich sagen, geh mal rein und du wechselst jetzt die Rolle und darfst endlich auch mal kochen und nicht immer nur zugucken.
Daniel. Hallo. Hallo, Daniel. Ich habe uns schon mal einen Sekt gerichtet, ne? Weil zum Jubiläum trinken wir natürlich ein Glas Sekt. Genau. Aber vielleicht fangen wir an und erzählen unsere Zuschauer, was es für eine Vorspeise gibt. Die Vorspeise ist eine Mini-Quiche, vegetarisch, an Salatbouquet. Sehr schön. Mit, ja. Zutaten erklären wir gleich. Der Daniel ist schon soweit. Was gibt es als Hauptgang? Also ich habe mir unser Weihnachtsgericht rausgesucht eigentlich, weil das kann ich am besten und das ist ein bisschen dem Anlass entsprechend. Jetzt quasi. Tu nicht so, als wäre das das Einzigste, was du kochen kannst. Ich weiß nämlich, dass der Daniel auch so ein Hobbykoch ist, aber den brauchen wir halt immer in der Technik, ne? Ja, man lernt auch viel über 100 Folgen oder so, 99 bisher hat man viel gelernt und ja, ich hoffe mal, dass es schmeckt später. Es gibt Rinderfilet à la Grain mit Meerrettich also, ein bisschen mit Balsamico-Zwiebeln und auf einer Apfelscheibe schön. Ja, ich freue mich aufs Kochen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, stoßen wir mal auf die 100. Sendung an und auf gutes Gelingen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Happy Birthday, Küchengeflüster. Ja, wir haben schon erklärt, was es gibt. Ich würde sagen, wir gehen einfach rüber zum Zutatenkorb und dann gehen wir mal so grob über die Zutaten. Brauch noch einen Schluck für die Angst. Alles gut. Das ist ja auch auch das ist jetzt verrotzt schon direkt in der ersten zwei Minuten das erste Geheimnis. Es gibt nämlich in unserer Sendung immer einen Angstsekt. Und den trinkt man immer, ob man Angst hat oder nicht. Aber den gibt es immer. Meistens ohne die Kamera. Wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen. Also es werden einige paar doch bisher unaufgedeckte Informationen wahrscheinlich in den nächsten 60, 75 Minuten, je nachdem, wie viel wir am Ende rauskommen. Ja. Offenbar. Bin mal gespannt, was noch so rauskommt. Genau. Also für die Quiche brauchen wir einen Mürbteig. Da haben wir Mehl, wir haben Butter, wir haben Eier. Wir haben für die Füllung Gemüse, Schmand. Genau, Schmand, Zwiebeln, Zucchini. Man kann das eigentlich auch beliebig variieren. Ne? Ja. Im eigentlichen Rezept steht gemischtes Gemüse. Mhm. Wir haben uns jetzt entschieden, Paprika, ein bisschen Zucchini und Karotte. Mhm. Und Zwiebeln natürlich. Genau. Daniel, was braucht man fürs Rinderfilet? Also wir brauchen ein schönes Stück Fleisch, das haben wir ja schon bekommen. Vom Metzger unseres Vertrauens. Ich habe gehört, er hat gefragt, ob dieses Kilo reicht. Ich bin gespannt, sollte es schon reichen? Also sehr spendabel. Mit Sicherheit reicht es. Ansonsten brauchen wir, also wir machen ja eine Meerrettichsoße dazu, das heißt wir brauchen frischen Meerrettich, den wir jetzt später raspeln werden, ein paar Zwiebeln dazu, Butter ordentlich, damit da halt eine schöne Soße draus wird, dafür Sahne noch und das kommt dann auf eine Apfelscheibe. Wir brauchen also so Äpfel, die hast du schön eingekauft, nicht so sauer, schön so rot-gelbe. Zwiebeln habe ich schon gesagt, für die Balsamico-Zwiebeln, das heißt wir brauchen auch einen guten Balsamico-Essig, ein bisschen Zucker zum Karamellisieren und ein bisschen Speck für oben drauf. Damit alles ein bisschen nach oben wachsen kann. Sieht aus, als hätten wir alles. Und würde ich sagen, wir haben gesagt, wir machen Spinatspätzle dazu. Das ist dann wahrscheinlich mein Part. Brauchen wir natürlich auch Mehl, Eier. Ich mache immer ein bisschen Grieß in den Spätzleteig und ich habe mir gegönnt, TK-Spinat zu benutzen, weil man den nicht 5 Stunden lang mit dem Pürierstab hier in kleine Stücke häckselt. Und ja. Gut, dann würde ich sagen. Lasse die Spiele beginnen. Genau. Los geht's. Sehr schön. Daniel. Ja, also ich würde ganz klassisch, wie das der Gast hier macht, die Aufgabe geben, die Zwiebeln zu schneiden. Das ist ja über Jahre hinweg schon quasi Tradition. Das heißt, du könntest mal eine Zwiebel in feine Würfel hacken und die andere mit deinem tollen Gerät, die anderen beiden in nicht zu dünne Streifen hobeln. In Streifen? Ja, in halt so in Scheiben. Okay, ne? In Ringe? In Ringe, so wie man sagt Ringe, ja. Wenn du Ringe hobeln kannst, noch natürlich besser. Natürlich kann ich Ringe hobeln. Damit fangen wir am besten an. Und du wolltest mit dem Mürbteig auch fangen, ich ne? Ich will mit dem Mürbteig einfangen, der muss dann eine Viertelstunde ein bisschen kühlen, dass er besser auszuknete ist. Aber da kommen auch in den mit Schmand und so weiter Zwiebeln, also für mich dann auch super Zwiebeln. Klingt nochmal Plan. Wir kriegen das gemeinsam irgendwie hin. Absolut. Los geht's. So, ich war schon so oft in dieser Küche, aber ich habe keine Ahnung, wo was ist. So, was möchtest du denn wissen? Ich bräuchte ein Schneidbrett. Ich wollte übrigens das schöne Stück Fleisch noch zeigen, lieber Daniel. Ich stelle dir das schon mal hierher, weil das ist ja sehr kalt jetzt. Für die Zuschauer wie immer der Hinweis, wir haben ja hier im offenen Kanal leider das Werbeverbot und dürfen deshalb die Firma nicht benennen, aber wir danken natürlich Dieter Vogt und seiner Familie für die freundliche Unterstützung. Die machen das jetzt auch schon sehr lang und ihr Zuschauer achtet bitte immer auf den Abspann, denn dort sind unsere Förderer benannt. Okay. Ich habe jetzt den Auftrag, mich um die Zwiebeln zu kümmern. Du könntest mir das Stück Meerrettich geben, dann würde ich mich dem schon mal widmen. Die Reibe ist rechts irgendwo in einer der Schubladen. Ja, das hatten wir vorhin schon drüber. Ich bin froh, dass eine da ist, sonst hätten wir es mit der Hand schneiden müssen. Nee, ich hole eine Schüssel für. Ich kann nachher klären, nachher nehmen wir bitte. Alles gut. Gut. Ich
Du hattest irgendwas gesucht. Was hattest du denn gesucht? Ein Brett, aber die Michaela, die kennt sich am besten hier aus. Das muss man ja auch sagen. Ich frage einfach, die anderen Gäste haben ja nicht den Luxus, quasi die Michaela fragen zu können, wo sie was finden, weil es gab immer auch doch den einen oder anderen. Es ist halt immer so, wenn man dann in einer fremden Küche kocht oder auch mal bei Freunden eingeladen ist, jetzt momentan ist es ja ein bisschen schwierig, aber und dann kocht, dann sucht man auch alles. Und so war es bei den Gästen eigentlich auch immer hier. Es gab dann immer so Stellen, die haben wir schön rausgeschnitten. Von denen gab es einige. Dann haben die Messer gesucht, eine Reibe, ein Brett, so wie ich. Aber wir haben halt ja quasi den besten Gast, den wir wiederfinden haben. Wenn wir ganz ehrlich sind, am besten sind ja die Stelle gewesen. Markus, jetzt brauchen wir die Reibe. Reibe? Reibe? Haben wir eine Reibe? Wir haben keine Reibe. Schnitt. Wir mussten schon das ein oder andere Mal improvisieren. Ja, es gab viele Stellen, wo wir erst danach gemerkt haben, dass was fehlt, mitten im Dreh. Ich erinnere mich an diese Stelle, da gab es irgendwas mit Ziegenkäse. Und das hatten wir auch erst gemerkt, da hatten wir eigentlich schon gedreht und der Backofen war an und ist alles so zubereitet. Und dann hieß es, ja, jetzt machen wir die Ziegenkäse-Taler. Es gab aber keinen. Es gab nur Ziegenfrischkäse. Ja, und dann ist noch der Marc, glaube ich, zu einem Supermarkt gefahren und hat noch schnell die richtigen Ziegenkäse wurde gekauft. Man muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, wir kennen mittlerweile für jeden unserer Drehorte den nächsten Supermarkt, inklusive des Sortiments. Ja, so, also das gab es oft genug, ja. Also Gegenstände vergessen, ja, da erinnere ich mich gar nicht, glaube ich, so oft dran. Also mal kaputt gegangen, mal. Ja, oft hast du es gar nicht mitgekriegt. Ja, das stimmt. Weil oft warst du mit dem technischen Aufbau beschäftigt und ich habe irgendwoher jemanden angerufen, der noch schnell irgendwas mitgebracht hat oder hast versucht, irgendwie noch zu organisieren. Bei jeder zehnte Sendung hat was quält. Es ist eigentlich auch so, dass man an der Stelle, wo ich sonst bin, draußen, was wir ja gerade gesehen haben, ja, kriegt man nicht ganz so viel mit. Also zum einen kriegt man nicht alles mit, was gesagt wird, weil man ja auch sich auf das konzentriert, was die Kameramänner machen, dass die Zuschauer zu Hause immer ein schönes Bild haben oder einen sauberen Ton. Ja. Und das andere, was viel wichtiger ist, was schlimmer für mich, stehe ich hier im Weg, ja, ist, dass man nie riecht, wie gut es eigentlich drin zugeht, also wie das Essen ist. Also wenn da die Pfanne an ist und das Filet brät oder was auch immer, dann hört man nur, wie der Markus als Moderator sagt, ah, das riecht aber gut. Und man draußen denkt man sich, ja, toll. So abschätzen. Riecht man gar nichts. Das war eigentlich das Traurigste an dem Job, also auf der anderen Seite der Kamera, zumindest gut, insbesondere draußen. Wir müssen jetzt unsere Zuschauer auch erklären, dass du eigentlich vom Tag Null an, ich erinnere mich noch an unser Gespräch bei uns im Studio in Hasloch. Lass mich nochmal wieder. Ich glaube, meine Messer sind nämlich hier drin. Ja, rechts oben. Ah, perfekt. Am Tag Null, du bist seit Tag Null dabei, das wollte ich eigentlich sagen, weil ich irgendwann die Idee hatte, wir könnten eine regelmäßige Sendung produzieren. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit, da war meine Weiterbildung an der Abendschule gerade fertig und dann habe ich gesagt, Daniel, ach, ich habe jetzt ein bisschen Luft, wollen wir nicht sowas machen. Aber wenn ich vor der Kamera stehe, dann brauche ich jemanden, der hauptverantwortlich das im Hintergrund organisiert, der sich um die Technik kümmert, der ein Team organisiert, der das alles managt. Und so kam es eigentlich, dass du von Anfang an ja auch dabei warst. Wie hast du denn die Anfangszeit erlebt? Vom ersten Gespräch, wie wir die Idee so durchdiskutiert haben und bis es dann losging, bis zur ersten Sendung? Es war generell ist ja schon sehr lange her. Das heißt, die Erinnerungen liegen schon wirklich lange zurück. Mehr als 8 Jahre, ja. Es war zu der Zeit eigentlich, da hatten wir gar nicht so viel regelmäßig produziert im Studio Hasloch. Das war mit Küchengeflüster eigentlich so das erste große Projekt, wo wir uns gesagt haben, wir haben das Ziel, was regelmäßig zu machen, monatlich. Haben wir gesagt, okay, das ist etwas, was man halt im Ehrenamt noch leisten kann, dass man hingeht und sagt, wir treffen uns einmal im Monat und schneiden und drehen das und schneiden das, aber das ist ja noch ein Tag dazu. Das heißt, diejenige, die dann die Postproduktion übernehmen, kommen ja dann noch auf mehr Stunden, dann du und die Leute, die dir helfen, was die Organisation angeht, des Gastes und Co., kommen auch noch dazu. Das war ganz neu und spannend und vor allem interessant ist, so diese 8 Jahre ist natürlich in technischer Entwicklung gesehen, was ja so ein bisschen das ist, womit ich mich immer auseinandergesetzt habe, eine sehr, sehr lange Zeit und wir haben im Vorfeld auch der Sendung uns überlegt, was könnte man so ein bisschen an Einspieler machen, ich weiß, da gibt es ein bisschen was, der Markus verrät vielleicht im Laufe der Sendung auch ein bisschen was dazu und da haben wir mal durch das Material geguckt und man sieht eine Qualitätsentwicklung von dem ganzen Wahnsinn, also das ist eigentlich, was mir, als wir das vorbereitet haben, am meisten aufgefallen ist. Ja. Wie extrem die Qualität gestiegen ist, also technisch gesehen. Inhaltlich war es schon immer gut. Ja. Gut, man hat natürlich auch mittlerweile andere Ausstattung in den offenen Kanälen bekommen. Aber du hast eigentlich schon eine perfekte Überleitung gemacht. Wir haben eigentlich eine schöne
Einspieler vorbereitet über die erste Sendung. Und wir hatten schon zwei Überleitungen. Das waren die Pannen, weil bei der ersten Sendung ist direkt natürlich was schief gelaufen. Vor lauter Erzählen. Und ich habe damals der Andrea auf der letzten Drücker noch das Rezept vergrößert. Also ich habe gesagt, wir machen 1,5 Ansatz, dass das auch funktioniert. Und dann kam sie irgendwie durch, Nonna, und wir haben einfach zu viel Wasser in den Dampfnudelteig gemacht. Und die Portion, die wir direkt verarbeitet haben, die war zu flüssig. Wir haben das aber elegant kaschiert, weil wir hatten schon mehrere Portionen vorbereitet. Wir hatten schon Dampfnudeln vorgeknödelt, wir hatten schon einen Teig vorbereitet. Das heißt, der Teig, den wir direkt angesetzt haben, der ist eh unten im Schrank verschwunden. Ja. Und aber das Schöne war, wir hatten direkt das Zuschauerfeedback. Es hat direkt eine Zuschauerin angerufen und hat gesagt, Herrn Sommer, im Leben sind dort draus Gedampfnudelwoche. Ich habe die Sendung geguckt, dort sind Gedampfnudel draus Woche. Und ich habe mich darüber gefreut. Also wenn Sie heute zuschauen, es hat mich wirklich gefreut, weil das war das Feedback. Die Sendung wurde gesehen, es hat jemand ernsthaft hier geguckt, es hat jemand die ganze Sendung gesehen und hat sich gewundert, wie denn das funktioniert. Aber so ist es beim Fernsehen. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir einfach mal in die erste Sendung. Und der Einspieler ist die erste Sendung und die Weinhoheiten. Mats ab. Ja, wir sehen hier schon an unserem Einkaufskorb. Der ein oder andere Pfälzer wird es sicherlich an den Zutaten auch erkennen. Heute gibt es Dampfnudeln und Weißsoß. Das klingt ja wirklich gut. Normalerweise sitzt du hinten mit noch, Annie. Und dann werden die natürlich viel, viel runder insgesamt. Aber das macht aber es kommt auf den Geschmack auch nicht nur auf die Form. Und, aber sie haben overkehr hässliche Bloße und sie sind nicht zusammengefallen. Also die ersten zwei Aufhängerfehler haben wir schon mal nicht gemacht. Für uns zwei haben wir das gut gemacht. In deiner Funktion als internationale Vertreterin für den deutschen Wein hast du dich auch entschieden, kein pfälzisches Gericht zu kochen. Genau, ich dachte mir eben, pfälzische Gerichte werden hier beim Küchengeflüster natürlich oft gekocht. Wir sind ja in Neustadt. Ich habe ja jetzt aber in meinem Jahr ganz viel internationale Küche probiert und da gab es so ein paar Gerichte, die mir so hängen geblieben sind und die ich eh daheim mal nachkochen wollte. Da habe ich gedacht, perfekte Gelegenheit und für die Zuschauer vielleicht auch einfach mal eine neue Perspektive. Schön. Ja, also für die selbstgemachten Semmelknödel brauchen wir auf jeden Fall Alte weg. Richtig. Einfach die Brötchen oder Brot auch oder auch Brezeln vom Vortag oder von vor 2-3 Tagen. Es macht gar nichts, wie alt die sind. Hauptsache, sie sind trocken. Ich habe die ganz alte extra schon mal gleich geschnitten, dass wir es nicht so schwer tun. Genau, also wir fangen mit dem Pfälzsalat an. Der ist glücklicherweise schon gewaschen. Wir machen das Dressing dazu, bereiten wir vor, waschen die Frühlingszwiebeln, die Tomaten, rösten die Pinienkerne an und bereiten schon mal den Ziegenkäse so vor, dass wir später nur noch flambieren müssen. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. So, Entschuldigung, Michaela. Ja. Jetzt haben wir die schon hier an die Seite gestellt und jetzt warst du noch mit der Schublade hier auch gerempelt. Na, ich habe Daniel eben auch schon immer. Die Regie hat sich eben schon beschwert, dass wir dich so an den Rand gestellt haben. Komm mal ein bisschen rüber. Ich bin noch eine Randfigur. Ich kümmere mich hier um... Wie viele Zwiebeln wolltest du? Also eine gewürfelt, eine ganze Zwiebel gewürfelt und vier quasi hier zwiebelringemäßig in Streifen. Ja, also sag mal. Ja, das sieht gut aus. So, und ich habe den Mürbeteig fertig geknetet. Genau, also beim Mürbeteig immer schön mit der Hand, ne? Ja, ich habe mir auch gewohnt, immer eben halt schön ein bisschen Handschuhe, weil ich mag das nicht. Ja. So unter den Fingernägel. Bäh. Und habe vorher schon ein Stück Folie vorbereitet. Zack. Wie, du hast was vorbereitet? Ich habe da schon mal was vorbereitet. Nehme diese Folie drumherum und dann kommt der Klumpe eine Viertelstunde. In den Kühlschrank. In den Kühlschrank. So, Uhrzeit. So, der Meerrettich ist auch fein geraspelt mit überschaubarer Menge an Tränen, würde ich sagen. Bei dir noch nicht. Also bei dir kommt es jetzt wieder. Also ich wollte gerade sagen, ich habe, glaube ich, genug gelitten. Ich bin ja hauptsächlich heute zur Belustigung der Zuschauer. Ab und zu geht auch mal was kaputt, ne? Ja, es geht was kaputt. Oder, ich weiß nicht, diese unzähligen Drehpausen, weil der Markus... den Tränen ins eigene Auge starten, weil er zu viel Zwiebeln hat schneiden müssen. Das sind so die Erinnerungen, die man immer gerne hat. Ich habe immer noch die Tränen im Auge, ja, sehr schön. So, ich würde mal bei der Meerrettichbutter weitermachen. Dazu bräuchte ich einen irgendwie einigermaßen hohen Becher, wenn es sowas gibt, und einen Handmixer. Und so einen Pürierstab. So einen Pürierstab, ja. So, hier einen Pürierstab. Ah, perfekt, sehr noch schön. Ein Gefäß für Daniels Zwiebelchen. So. Und
Und so. Vielleicht auch die... Die Butter. Mhm. Ja, die danke Butter. So, das dann schneide ich hier direkt weiter für die Quiche. Vorwaschen. Ja. Ja. Ihr Lieben, ich muss noch einen Schluck nehmen. Prost. Das ist, immer noch Angst. Das ist ja wie auf dem Geburtstag, da stoßt man auch mit Sekt an. Das ist ja hier auch so. Immer also, da mal wieder, ne? Da muss man sich auch nicht für schämen. Genau, also hier ist jetzt Meerrettich drin, der ist frisch geraspelt und dann kommt Butter dazu und die fein gehackten Zwiebeln, die Markus schon geschnitten hat. Und ein bisschen Senf, so ein bisschen körniger, eher nicht süß, gibt es ja verschiedene. Zwei Teelöffel noch dazu, um den Geschmack ein bisschen abzurunden. Und dann wird es mit dem Pürierstab ordentlich durchgemischt, dass am Ende halt so eine butterförmige Konsistenz entsteht. Ja. So, Daniel, ich muss mal ganz kurz so dran, weil ich eh gleich die Zwiebelchen hier für die... Ja, Daniel, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass du für die technische Seite eigentlich schon auf Anfang an dabei bist. Aber wie sieht es denn sonst aus? Du machst das ja nicht alleine. Ja, wir haben ja, man sieht ja immer den Gast und dich, aber im Hintergrund wuseln super viele Leute noch rum, die sich um viele Dinge kümmern. Jetzt hatten wir schon einen kleinen Blick ins Promo geworfen, wo die zwei sind, die sich zumindest dort aufhalten, wo die Signale zusammengehen. Aber es gibt ja auch Kameramänner, Kamerafrauen, Assistenten dazu. Dann gibt es Leute, die sich quasi hier darum kümmern, dass die Küche danach auch aussieht, wie die Küche vorher ausgesehen hat. Und jemand, der manchmal für Fotos und Co. zuständig ist. Es gibt ganz viele. Und wir hatten in diesen 8 Jahren halt auch super viele Leute da. Also ich hab's jetzt nicht. Man hätte eigentlich mal sich den Spaß machen müssen und durchzählen müssen, wie viele verschiedene Leute hier ehrenamtlich in ihrer Freizeit aktiv waren. Wir hatten, als wir angefangen haben, diese Jubiläumssendung zu planen, mal reingeguckt und da tauchten Namen auf, die hatte ich schon gar nicht mehr wirklich im Sinn. So lange machen wir die Sendung schon. Ja. Und die sind dann beruflich umgezogen, mussten halt hier aus der Gegend weg und da hatten halt anderweitig keine Zeit mehr, die dann entsprechend halt nicht mehr dabei sind, aber es gibt auch ganz viele Leute dabei, die sind schon von Anfang an eigentlich hier mit im Boot und helfen schon Ewigkeiten mit. Das wäre auch gar nicht möglich, weil wir suchen ja immer einen Termin aus, der bei dem Gast passt, der bei dir passt und der vor allem bei Michaela und hier in dem Küchenstudio passt. Und dann immer nur die 5 Leute zu haben, die man sonst hat, das ist schwierig. Das heißt, einen Termin zu koordinieren, das ist super aufwendig, ohne diese, wenn man noch die ganze Room mit einbeziehen müsste. Deswegen haben wir schon immer einen viel größeren Pool und es wechselt schön durch und ja, ich bin immer für jeden dankbar, wenn man dann eine E-Mail rumschreibt, so 3 bis 4 Wochen vorher, je nachdem, wie die Vorlaufzeit für die Sendung ist. Bei Küchenflüster geht es meistens schnell, die Gute zusammenzufinden. Erstens, man macht es den alten Leuten Spaß, dann ist eine Routine drin und der nicht zu verachtliche, so ist es, der nicht zu verachtende Punkt ist, es gibt meistens was Gutes zu essen. Das glaube ich. Ja, ich würde sagen, dann kümmerst du dich mal um deine Meerrettichbutter und ich fange hier mit dem Spätzleteig an. Ich habe die Zwiebeln hier ein bisschen in der Pfanne für die Quiche. Ich wollte gerade sagen, ich würde es gibt ja verschiedene Rezepte, wir haben das im Vorfeld so ein bisschen unterhalten. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn wir die Zwiebeln schon mal ein bisschen vorgegart haben. Ja. Es ist ja auch so, dass der Klassiker in der Pfalz, Quiche, ist ja unseren Speckkuchen oder auch zur Weinlesezeit. Gibt es dann auch oft die Zwiebelkuchen, ne? Wo dann eben mehr Zwiebeln dazukommen. Aber für die Variante der Vegetarier kann man halt auch einfach mal nur Gemüse nehmen. So, ich nehme gerade mal das Brett rüber. Ja, für die Spätzle nehme ich so 400 bis 500 Gramm Mehl, ungefähr. Pi mal Daumen. Ich mache das wirklich sehr, sehr grob, so über den Daumen. Wichtig ist ein bisschen Hartweizengrieß. Wer die Sendung schon öfter geguckt hat, der kennt das Spiel. Wir hatten ja schon einige Leute, die so schwäbische Experte, so circa 100 Gramm. Es geht einfach darum, dass die Spätzle ein bisschen bissfest werden. 100 Gramm Grieß, 400 bis 500 Gramm Mehl,
In dem Fall dann so 300 bis 400 Gramm Blattspinat und 6 Eier. Das ist ganz wichtig. Man braucht hier natürlich frische Eier. Ja, frische Eier ist ja jetzt nicht so der Burner, ne? Ja, aber ich gucke immer, dass ich glückliche Eier habe. Das ist, ja, das ist, gibt es absolut Geschmacksunterschiede. Ja. Wenn ich habe dich das nicht im Vorfeld gefragt, aber es wäre mal spannend zu wissen, gibt es was, dass du quasi jetzt überhaupt isst, erst seitdem du das mal hier gekocht hast, weil dich jemand dazu gezwungen hat, das zu essen? Ich weiß, du bist ja zum Beispiel nicht so ein großer Fischfreund. Also. Nee, das, gibt's was? Das hat sich über die Jahre sowieso schon massiv geändert. Wie viel habe ich? 4? 1, 2, 3, 4. Das Wichtigste ist, dass man im Gespräch nette Farbe verliert. Ich habe 4 Eier drin. Also falls ich vergesse, ich habe 4 Eier 1, drin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Es gibt eigentlich nichts, was sich massiv verändert hat. Aber es gibt Dinge, die ich nicht mag. Also ich mag zum Beispiel keine Blutwurst. Und es gab die Sendung mit dem Leberwasch-Blutwurst-Strudel. Und ausgerechnet an dem Tag habe ich mich einfach vom Magen her nicht so wohl gefühlt. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht essen. Allein, also normalerweise überwinde ich mich und probiere alles. Gerade vor laufender Kamera. Und würde dem Gast dann das ehrliche Feedback geben, wenn die Kamera aus ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe nie einen Gast wirklich anlügen müssen. Also alles, was hier gekocht wurde, hat mir irgendwie geschmeckt. Das eine besser, das andere weniger. Aber diese Blutwurst, die hätte ich niemals, niemals gegessen. Und der Blutwurst, Leberwurst-Blutwurststrudel, der war so lecker. Der war wirklich so lecker, dass ich den tatsächlich auch schon selbst nachgekocht habe. Anmerkung? Und kommt noch selbstgemachte Erdbeermarmelade dazu oder Himbeermarmelade war es. Und diese Symbiose mit diesem Leberwurst-Kriebewurst, ne, hat ja auch erklärt, warum lieber Kriebewurst und nicht Anascht, Blutwurst, dass das eben halt so lecker schmeckt. Also da war ich auch total fasziniert. Auch Nicht-Pfälzer haben das sehr gut empfunden und wurde mir im Nachgang entsprechend also, mitgeteilt. Wie gesagt, ich habe das gegessen und war total begeistert. Und übrigens, meiner Marke ging es auch gut. Also insofern war das überhaupt kein Problem. Aber das war schon für mich so die krasseste Situation, wo ich mich so ein bisschen überwinden musste, das zu essen. Na, brauchst du was? Ja, ich suche den Pfeffer. Ah, das, ich, diese Mühle, das ist macht. So was habe ich zu Hause nicht. Pfeffer, Spätzle, gutes Thema. Man kann natürlich hier immer auch einen ordentlichen Schluck Salz drauf mache an die Spätzle und ein bisschen Muskat. Ja, den kannst du nehmen, den brauche ich nicht mehr. Muskat. Ich muss sagen, also diese Blutwurst-Kombination, die gibt es bei uns auch regelmäßig. Das ist generell irgendwie so ein paar der Rezepte, die hier so gemacht wurden, zum Beispiel das Rezept für die Semmelknödel, die sind bei uns irgendwie jetzt quasi in den Hausstandard übergegangen, die ist so das Grundrezept an mittlerweile darstellt, ja. Ich will ja nicht den Job wegnehmen, aber alle Rezepte kann man noch online nachlesen. Es gibt eine neue Seite. Danke, Daniel. Das wollte ich vorhin sagen, aber ich habe die Farbe verloren. Ja, ich habe doch schon noch eine oder andere Folge gesehen. Ne? Ich weiß doch, wie so etwa die Arithmetik ist an dem Ganzen. Also ja, es gibt alle Rezepte online, auch alle Folgen gibt es bei YouTube und alle Rezepte gibt es mittlerweile schön gebündelt bei uns auf der Webseite. ok-wandschrause.de/Küchengeflüster. Und das Beste, unser Daniel hat es so gemacht, dass es egal ist, ob man Küchengeflüster mit Ü schreibt oder mit UE. Ja, das ist Wahnsinn. Hightech. Ich kann mich erinnern, dass es mal hieß, vielleicht machen wir mal da mal ein Kochbuch, aber ich finde diese Lösung noch besser, weil da kann man immer wieder zurückgreifen auf diese Online-Version. Darf ich dir das schon hier? Ja, du, bedien dich. Finde ich gut. Ich habe Angst. Du, da steht auch noch Sekt gegen die Angst. Ach so, nee, ich habe Angst um die Finger. Alles gut. Alles gut. Reicht das? Nee, Zucchini brauchen wir noch. Ne? Tut mir leid. Ja, ich so halbi vielleicht erstmal und dann gucken wir mal, wie es mengentechnisch ausgeht. Ja, ich bin da nicht so die. So, dann gucken wir mal nach dem Spätzleteig. Also es gibt ja Leute, die schwören darauf, den mit der Hand zu kneten oder rühren. Mm-mm. Ich nicht. Bin ich viel zu faul zu. Jetzt ist natürlich schon noch so ein Brockenspinat nicht ganz aufgetaut. Das ist nicht schlimm, weil der Spätzleteig muss eh ein bisschen stehen noch. Und der zieht eh noch durch.
Auch Spezialrezepte gibt es en masse auf dieser Übersichtsseite. Oh ja. Ganz generell, wenn wir schon dabei sind, die Links hier einzublenden. Ein ganz wichtiger Link ist natürlich auch unsere Facebook-Seite. Dort gibt es immer die aktuellen Infos zu den Drehterminen. Das sind auch Zuschauer, wenn die Situation es irgendwann wieder erlaubt, auch herzlich willkommen. Die Facebook-Seite erreicht ihr unter www.facebook.de/kochsendung. Und wenn jemand eine Anregung hat, irgendwie ein Rezept haben möchte, das er nicht findet, eine Frage hat, dann erreicht ihr unsere Redaktion, oder wenn sich jemand bewerben will natürlich auch, dann erreicht ihr unsere Redaktion unter Küchengeflüster, diesmal zweimal mit UE, @ok-weinstraße.de. So, und man sieht schon, der Teig ist so ein bisschen fester, das ist gut, so muss es sein. Ich denke, bis jetzt das letzte Stück Spinat hier noch geschmolzen ist, ist er perfekt. Und ich habe mich auch entschieden, Daniel, heute gibt kein Spätzlepress, ne? Er wird scharf. Ja, ich finde das vorbildlich. Also wir hatten, wie du schon sagst, es gab ja einige Leute, die da waren, schon auch Spätzle gemacht haben. Ich erinnere mich an den Geisburger Marsch vom Herr Blank. Genau. Holger Blank. Und ja, der hat aber die Spätzlepress mitgebracht. Ja, ne? Aber der hat auch ein bisschen was erzählt damals zu der, sag mal, Historie von dem Rezept. Das waren auch immer schöne Folgen. Man hat immer was zum Kochen gelernt, aber irgendwie so ein bisschen außenrum bei den allermeisten Sachen. Das war immer sehr unterhaltsam. Also ich fand, wirklich, habe ich ja eingangs schon erwähnt, für als kleine Kochausbildung war es sehr angenehm. Also man hat immer viel gelernt. Es gab ja auch wirklich tolle Köche, also, die das natürlich ihr Geld damit verdienen. Ich hoffe, die Schwabe unsere Zuschauer wären zufrieden damit. Ich lasse das mal so stehen, falls ich es nochmal aufrühren will später. So auf den ersten Blick ist, glaube ich. Sieht gut aus, ja. Meerrettichbutter ist auch fertig, die zeige ich jetzt. Also das ist ja der Vorteil, wenn man die Hintergründe kennt, dann der Gast ist immer so ein bisschen, der kennt sich nicht aus, der weiß ja nicht, was passiert. Deswegen bin ich gut vorbereitet und zeige es mal dem Till, der heute an der mobilen Kamera steht. Vielleicht können wir mit einer Kamera mal kurz den Till zeigen, weil das war ja auch so eine Idee. Wir wollten ja mal zeigen, wie das so aussieht am Set, was so außenrum passiert. Ja. Ja, sehr gerne. Der Till ist auch schon länger dabei. Wir hatten ihn mal so in der Liste geguckt, ich weiß nicht, 2014, 15, so in der Art. Schon länger hier bei einigen Drehs dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall, der Till darf mal hier einmal reinschauen. Also ich habe jetzt auch ein bisschen mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Oh, ich habe abgewischt. Ein bisschen Muskat. Ansonsten gut durchgemischt, sodass es halt wieder am Ende eine schöne cremige Masse gibt. Und die stellen wir jetzt noch ein bisschen zur Seite. Muss nicht unbedingt in den Kühlschrank, weil die wird eh dann später geschmolzen und mit Sahne aufgegossen und nochmal ein bisschen püriert. Deswegen reicht es einfach, zur Seite zu stellen. Wir sind flexibel. Ne? Ich brauche jetzt Platz. Ich will jetzt rüber. Dann huschen wir mal rüber, ja. Und dann ich habe hier kann die Michaela noch hier. Aber es wäre gut, wenn die Michaela mir vorher den Backofen vorheizen könnte. Das kann ich. Das ist super. Dann vorheizen. Gut, das Gemüse stelle ich gleich. Das ist schon soweit gut. Mhm. Wir arbeiten heute. Du willst jetzt Petersilie, brauchst du die direkt? Nee, das hat noch Zeit, aber du kannst. Also, ich habe ja gelernt von der Gäste, man gibt hier immer die Lakaiaufgabe, auf die man selbst eigentlich keine Lust hat. Wie viel? Du hast irgendwas von 3 bis 5 Stiele? Ja, gerade so klein die Handvoll. Das ist ein bisschen zu viel. 3 Brocke schneiden. Wir haben ja. Ja, nicht so hätte viel ich jetzt bei der Gelegenheit direkt. Wir haben heute einen Dampfgarer-Kombigerät. Mhm. Also Backofen mit Dampfgarer. Das ist. Super. Wir schalten erstmal ein. Er sagt herzlich willkommen. Wir nehmen die Betriebsart, Ober- und Unterhitze. Jetzt kriegst du gleich eine Kücheberatung. Ist schön. Backofen ist eingestellt, 180 Grad. Und wenn er hier die Temperatur erreicht hat, können wir loslegen. Perfekt. Gut. Dann bereite ich schon mal den Speck vor. Also ich habe jetzt das erste Mal heute die Zutaten zusammengeschrieben. Quasi, ich bin jetzt nicht so drin in dem Bestellvorgang. Markus hat jetzt Speck in Scheiben besorgt, würde aber auch gehen, ist eigentlich im Rezept vorgesehen, quasi so ein Bauchspeckblock, den kann man halt ein bisschen dicker schneiden. Also das ist egal. Also man kann entweder mit den Scheiben arbeiten. Wie hättest du es gemacht, wenn du es dicker hättest? Na, ich hätte dann eher, ich sag mal, auch so kleine Spätzle rausgeschnitten. Also eher so ein bisschen dicker gelassen und jetzt nicht ganz so fein, aber am Ende ist es egal. Es wird dann eh klein gemacht und kommt als so ein bisschen als Streu, als Crunch, würde jetzt der Koch sagen, aber drauf. Und den kriege ich mal knusprig von dem her. Das Knusprige ist das Entscheidende. Aber es würde quasi mit solchen Scheiben, aber auch mit diesem Block gehen. Also man könnte auch Würfel nehmen, quasi. Ja, ich schneide ihn später einfach ein bisschen länger ab. Also Würfel würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt nehmen. Nee. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht an der Zeit, wir könnten noch einen Eispieler zeigen, oder?
Ja, gern. Also wir haben ja ein bisschen was vorbereitet. Ne? Das ist quasi, weil diesmal kann man es nicht essen, was man vorbereitet hat, aber dafür ist es lustig. Soll man das Sommer-Special zeigen? Ja, das würde doch passen. Also ich würde gern quasi das, was wir jetzt noch so ein bisschen quasi nebelhaft umwerben, noch nicht vielleicht raushaue, weil das ist für mich persönlich zumindest das größte Highlight. Das ist es. Von dem her Sommer-Special, ja. Also wir zeigen die Mats vom Sommer-Special. In dieser Mats geht es um diverse Specials, die wir gedreht haben. Grill-Special, wir hatten ein paar Eja-Sendungen, aber wir haben auch schon Eis gemacht. Und ich würde sagen, Mats ab. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, denn wir drehen heute unser Sommer-Special mit dem spanischen Nationalgericht. So, das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Richtig gut aus. Wie, du möchtest gerade ein bisschen drüber über den Salat, genau. Du kriegst jetzt gleich den Löffel und dann darfst du, bitte sehr. Wunderbar. Weil Löffel sind im Gatte Mangelware. Genau. So. Wunderbar. Ah, das riecht schon richtig gut. Sagen, wenn du das riecht echt wunderbar. Super. Ich finde es immer so schade, dass unser Zuschauer durchs Fernsehen noch nicht riechen kann. Geruchsfernsehen. Wenn wir das mal hinkriegen. Wie grill ich großes Fleisch? Große Stücke, Porterhouse, T-Bones oder auch Ochsenkotelett. Ich drehe das mal zu uns jetzt. Mhm. Ich habe schon mal eins angefangen, damit man einfach mal schon den Effekt sieht. Stumpfe Messer haben auch kein schönes Schnittbild. Ja, aber stumpfe Messer gibt es viel auf der Welt, stelle ich immer wieder fest. Tipp an die Zuschauer, wer Eis lang halten will, an der Oberfläche. Luftdicht verschließen mit Fettpapier, mit Backpapier, mit Frischhaltefolie. Mhm. Also nicht den Deckel irgendwo auf den Bix drauf machen und dann noch einen Liter Luft zwischendrin lassen. Ja. Das macht das Eis in kurzer Zeit dann kaputt, ne? Weil das Eis nimmt dann die Feuchtigkeit aus der Luft raus. Das schmeckt einfach schon so geil. Ist tatsächlich so. Ralf, es bleibt mir nicht mehr wie zu sagen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke, dass wir hier sein durften. So, die Michaela will ihre Förmchen für dich. Ich habe sie schon gefunden. Ach, du hast sie schon. Ach, ja, die sind bei dir. Ja. Das ist auch immer das Schöne. Wir versuchen das immer ein bisschen vorzubereiten und dann ist immer alles woanders. Ja, also ich muss sagen, wir hatten ja jetzt den Einspieler zu den Specials. Ich habe diese Paella-Sendung, das war eine von tatsächlich auch von meinen Lieblingssendungen. Also die waren alle in ihrer Art und Weise schön, aber diese Specials, die sind halt natürlich rar. Wir hatten versucht, jedes Jahr ein bisschen was anderes zu machen. Klar, es gab mehrere Grillsendungen, aber man kann jetzt auch nicht jedes Jahr quasi sich super tolle neue Dinge einfallen lassen und überlegen. Aber das mit dem Paella, muss ich sagen, das war schön. Das war halt auch noch vor Corona, da saß man dann natürlich dann noch ein bisschen länger zusammen, hat dann noch das ein oder andere spanische alkoholische Getränk konsumiert und es war ein super schöner Abend. Also so wie man sich das ein bisschen auch im Urlaub oder in Spanien allgemein vorstellt. Sehr, sehr, sehr familiär. Und es hat sehr lecker geschmeckt. Also. Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich auch ein Gericht, was ich schon ganz oft nachgekocht habe. Ich habe das ein bisschen modifiziert, was die Zutaten betrifft, weil man diese Vielfalt, die wir da benutzt haben, die kann man natürlich für eine kleine Paella-Pfanne nicht, das kann man nicht machen oder ist schwer zu machen, dann, weil man von jeder Sort Fisch und Meeresfrüchte dann nur ein kleines Stück brauchen wird. Deshalb mache ich die einfach ein bisschen abgewandelter Version. Aber das ist ein Gericht, was in unser regelmäßiges Repertoire aufgenommen worden ist. Also ich mache jetzt für die Michaela hier schon einmal die Füllung. Ich habe hier drei Eier, da kommen jetzt da kommen 200 Gramm Schmand dazu, ein bisschen geriebener Käse, Salz und Pfeffer. Darf ich mal ganz kurz hier? Ja. Ich muss sagen, ich bin unter Druck, weil ich schneide mir zu Hause sehr gerne in die Finger. Und, Daniel, es ist noch nie. Das wollte ich gerade sagen. Es wurde ja noch nie hier, es gab noch nie Blut. Und also wir hätten es ja auch rausgeschnitten, aber es gab es auch noch nie. Gab es schon mal jemand. Hat sich ein bisschen verbrannt. Jemand. Mhm. Aber das war dann so mit Heißwasser oder so. Aber das war. Okay. Ach stimmt. Ja, heißes Wasser gab es immer. Ja, also die Durchlauferhitzer in der Ausstellungsküche, die sind brutal. Teilweise. Genau, aber wenn, dann ist es tatsächlich so, dass wir auch hier ausgestattet sind mit entsprechenden Versorgungsmaßnahmen. Also keine Angst. So, ich habe das jetzt hier reingedrückt. Ich denke, das macht mehr Sinn. So.
Wo ist denn das jetzt her? Daniel. Falsche Schüssel. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich das in der Eiermasse geschüttet. Ah, das war jetzt kerzig, ja. Sag mal. Komm. So was würde man jetzt eventuell rausschneiden. Du wolltest doch jetzt einfach nur gucken, aber aufpassen. Ne? So was hätte man jetzt normalerweise gut, rausgeschnitten. Aber ich glaube, wir können es auch einfach drin los in der Sendung. Also es ist ja eh ein bisschen anders als sonst. Ne? Ich meine, wie genau meinst du das? Ja, wir haben einen Spieler, das haben wir ja sonst immer nicht. Normal steht ja auch der Koch und sein Gericht im Vordergrund. Heute geht es ja ein bisschen um die Sendung in Summe quasi. Es geht ja nicht nur um uns, auch wenn wir, also ich bin, also auch wenn wir quasi gerne da sind, aber es geht ja quasi um das Geburtstagskind und das sind wir ja nicht wir, sondern die Sendung. Also wir wollten das Team vorstellen. Wir haben den Till schon vorhin vorgestellt. Dann haben wir aber auch noch den Ernst schon, der Kamerad. Der ist auch ganz oft dabei. Die Julia ist an der anderen Kamera. Das ist jetzt eine Herausforderung für das Technikteam, sowohl jetzt als auch später im Schnitt, das ist mir schon klar, aber die kriegen das schon hin, dass die jetzt die Bilder einfangen und später neu schneiden. Und wir haben natürlich auch noch die Julia, unsere FSJlerin, die uns hier unterstützt und heute als Kameraassistentin tätig ist und aufpasst, dass unser mobiler Kameramann nicht übers Kabel stolpert. Es ist ja immer, man denkt immer, Kameraassistent ist für mich so der langweilige Job, aber... Ich würde immer gerne unterschätzen, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Dinge, weil wenn der Till sich hier so ein bisschen rumbewegt und dann hat er keine Augen, vor allem nicht auf dem Boden, weil er so durch den Sucher guckt, dann nickt man gerne mal flach auch. So bei Produktionen, es gibt Produktionen, dann haben wir es nicht, weil wir keinen Backofen zum Beispiel haben, dann würden wir auch das Ganze quasi nicht benötigen, aber heute waren wir ja schon draußen, das gab es ja bisher sonst noch nicht und wir haben auch einen Backofen und später, wenn es dann zum Essen geht, vielleicht so viel sei verraten, es ist nicht immer eventuell direkt nebendran, wenn man da vielleicht auch mal einen kleinen Weg durch das Küchenstudio macht. Ja. Da ist das dann oft sehr, sehr hilfreich und ein bisschen der unbarmbare Job, aber trotzdem super notwendig. So, was habe ich gemacht? Ich habe jetzt Äpfel geschnitten, ein bisschen den Kern, da wo Kerne drin sind. Und übertropfe das noch ein bisschen mit Zitronensaft, damit sie nicht braun werden. Und im ersten Schritt dann, wenn es jetzt gleich ans Kochen geht, jetzt wenn man so ein bisschen mit so einem Blasmilch alles vorbereitet hat, dann... braten wir auch die Äpfel ein bisschen an, damit die ein leckeres Aroma noch kriegen. So. Dann ist quasi auch alles für die Quiche fertig. Ah, wir liegen gut in der Zeit. Dann rühre ich meinen Spätzleteig nochmal auf, weil ich... Ja, das ist gut. Also die Konsistenz, vielleicht zeigen wir das kurz in die Kamera. Also da ist schon relativ fest der Teig, das ist auch wichtig, weil ich so dann die Möglichkeit habe, den relativ gut vom Brett zu schaben. Okay. Wenn die Technik soweit ist, können wir noch einen Blick auf den Speck werfen, wie das aussehen sollte, oder zumindest kurz bevor er fertig ist. Und ich würde dann quasi so langsam mit dem Fleisch auch beginnen. Also wenn das zeitlich gut reinpasst. Du hast da mal du hast gute Gefühle und einen besseren Überblick. Ja, ich denke, das mit der Quiche ist auf einem guten Weg. Michaela ist auf dem Ziel gerade. Die Zutaten für das Innenleben der Quiche sind fertig. Ich würde das Wasser aufsetzen für die Spätzle, dass das schon mal warm ist, nicht, dass am Schluss die Spätzle der limitierende Faktor sind. Ja, sehr schön. Okay. Dann würde ich da einmal noch kurz dran. Da sind die Teller drin, glaube ich. Ne? Ja, sehr schön. Nehmen wir mal so rein. Und zwischendurch mache ich noch schnell ein Salatdressing. Der Salat steht schon geputzt im Kühlschrank. So, dann nehmen wir doch mal das Stück Fleisch. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Es ist auch ein schönes, großes Stück. Ne? Also da kann man es jetzt gut gehen lassen. Ist auch für den sieht aus so wie so ein Feiertags-Festtagsbraten auf jeden Fall. Das sieht sehr schön aus. Wir schneiden es heute ein bisschen dünner, damit wir es auch nicht so lange in den Backofen schieben müssen. Ich habe es an Weihnachten bei uns super dick geschnitten. Es dauert dann halt auch ein bisschen. Und es ist halt auch schwieriger, den Gargrad zu treffen. Sonst war es dann doch ein bisschen sehr roh. Das versuchen wir heute noch ein bisschen besser hinzukriegen. Achtung, das heißt... Ja. Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, der Dieter von unseren Förderern, die unser Format unterstützen. Es ist natürlich an der Stelle auch unheimlich wichtig, dass wir noch die Familie Schroth und die Familie Kaiser und die Familie Fischer erwähnen. Es ist ein bisschen komplizierter geworden. Durch eine Verehelichung ist jetzt auch der Name Kaiser ins Spiel gekommen. Bitte achtet auch im Abspann darauf, unser Obst, unser Gemüse kriegen wir auch zu sehr, sehr großen Teilen unentgeltlich zur Verfügung stellt und das ist sehr, sehr freundlich und wir sind sehr, sehr dankbar, dass ihr uns alle schon so lange auch unterstützt. So. Sehr schön. Michaela, ich würde dir einfach schon mal... Ja, ich fülle das dann ein. Die Zutaten hier rüber. Was ich zu erzählen.
Ich würde vielleicht auch noch mal kurz dich wegschreichen müssen. Es ist ja, es tut mir leid. Es ist halt ja, keine Küche für... Mit drei Leuten ja. Ist es schon ja, immer ein bisschen... Keine ja, Organisation. Also, auch wenn man dann das in der Nachbearbeitung hat, es ist erstens sehr verwirrend für den Tonmann, weil der hat ja einen mehr, den man abmischt. Und wenn man halt nur einen Gesprächspartner hat, dann folgt auf eine Frage immer eine Antwort und so weiter. Ja. Wenn man aber zwei Leute hat, dann ist das immer chaotisch. Das ist ja, sehr, sehr schwer jedes Mal für den Tonmensch. Dann verliert man vielleicht immer die ersten zwei Wörter aus dem... Quasi aus dem Mund des Gastes, weil man ja. So einen hochgedreht hat. Und, aber ich kann mich erinnern, dass im Verlauf der vielen Sendungen durchaus öfter mal drei oder mehrere Leute da waren. Da kann ich mich erinnern an Spitz und Stumpf. Da kann ich mich erinnern oh, ja. An die Sendung mit den Food Safer. Food Safer, ja. War auch sehr klasse, die Idee, also nicht die Idee, sondern die Sache an sich. Finde ich spitze. Ja. Ja, und nur so zwei Anekdoten. Ja, also wir schaffen es sicher nicht, alle Gäste zu erwähnen, weil es nee. Waren so viele tolle Gäste da. Das erhebt alles keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir erzählen einfach über alles, was uns so in den Sinn kommt. Und, ja, wir schaffen das Kochduell war auch eine ja. Herausforderung, denke ich, mit viel Kameras. Und ja. So. Kochduell war auch mit am technisch auch anspruchsvollsten, weil da waren es dann ja vier Gäste plus Moderation in zwei Küchen. Das war ja. Technisch gesehen sehr, sehr anspruchsvoll. Haben wir uns auch angeguckt im Rahmen der Vorbereitung. Ist immer noch eine schöne Sendung. Also, auf jeden Fall. Hat auch Spaß gemacht, war für uns halt auch was ganz anderes. Darf ich ein bisschen Fall. Zitronensaft hier? Du kannst, ich bin fertig, ja, sehr gerne. Sehr schön. So, ich habe jetzt hier diese induktionsgeeignete Pfanne genommen. Ich hoffe, dass sie induktionsgeeignet ist. Ja, ist er. Ein bisschen Zucker. Kein nee. Salatdressing ohne ein bisschen Zucker. Also ich mache einfach Essigöl, ein bisschen Kräuter, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker und ein kleines Senf. So ein klassisches, schnelles Salatdressing. Michael, darf ich dieses Brett hier auf deine Seite stellen? Es ist zwar noch das nicht ganz schön. Sauber, aber passt. Dann reicht ja die Petersilie. Die reicht mir, ja. Ich glaube, ich brauche gar nicht so viel. Das ist nur so ein bisschen auch... Das ist noch was für die Deko. Das können wir ja, einfach genau. Liegen lassen. Magst du vielleicht jetzt wieder die Pfanne nehmen? Wir haben ja noch. Ja, wenn wir noch zwei Pfannen haben, dann machen wir noch zwei Pfannen. Guck mal. Ah, ach Gott, Pfannen. Aber, und dann nehme ich dieses Kombifeld hier. Ja. So, genau, wir rösten jetzt oder wir braten jetzt ein bisschen die Apfelscheiben an, damit die einfach so ein paar Rösterstoffe abkriegen und dann kommen die als Unterlage für unser Rinderfilet dann in die hier in die Auflaufform oder jetzt hier aufs Backblech. Ist egal, hat irgendwas Ofenfestes, damit es ja. Halt irgendwie nicht springt oder reißt oder platzt. Das wäre ein bisschen suboptimal. Und wichtig ist, dass wir das Öl jetzt, was wir jetzt hier drin haben, lassen wir eigentlich die ganze Zeit drin, holen wir nicht mehr raus. Auch wenn man den Speck dann schon da drin zubereitet hat. Kann man es drin lassen, schadet nichts. Schmeckt dann umso besser nur noch am Ende. Nicht stolpern. Wehe, irgendjemand stellt mir jetzt das Bein. Ich öffne dir. So, hast du im Kopf wie... Achso, soll ich es vielleicht für dich ja, reinstellen? Du bist ja, ja größer als ich. Das ist nicht auf meiner Höhe. Wir brauchen die 30 Minuten. Ja, die 180 Grad passen auch. Ja, wunderbar. Als wenn wir die Rezepte so abgestimmt hätten, dass es passt. Nämlich noch das. Ob das hinhaut. Normalerweise ist es ja mein Job in der Sendung, dass ich immer den Gast so ein bisschen, weil ich sage immer, wir wollen ein Rezept, das man in einer halben Stunde kochen kann, weil bis man ein bisschen Intro, Outro, ein bisschen erzählt, ein bisschen gegessen. Wie schnell ist denn die Zeit rum? Und wir wollen ja unter einer Stunde Sendezeit normalerweise bleiben. Meistens hat es nicht geklappt und deshalb muss ich den Gast schon ein bisschen antreiben. Ja, also ich erinnere mich an Folgen, die waren sehr, sehr lange, weil das Gericht einfach so umfangreich war, dass es gar nicht anders ging. Aber natürlich war es trotzdem schön, das bei uns zu zeigen hier in der Sendung. Ja. Auf der anderen Seite vergisst man auch, wenn man halt aber viel erklärt und den Leuten noch mal zu Hause sagen will, wie das halt einfach funktioniert, das Ganze, was man dann zubereitet, so ein bisschen die Zeit und das Weitermachen. Also es gab viele Gäste, die sich dann sehr aufs Erklären konzentriert haben. So wie ich jetzt, der hätte jetzt schon längst das Fleisch reinmachen können. Für die waren das dann immer ein bisschen, man braucht länger, wenn man dazu noch was erklärt. Daran denkt man nicht, wenn man das vielleicht zu Hause Probe gekocht hat. Dann hat man es vielleicht in 37 Minuten 30 geschafft. Aber hier dauert es ein bisschen länger, wenn man dann doch erzählt. Dann trinkt man mal noch einen Sekt. Dann gibt es dann eine Produktionspause, dann kommt man raus, dann fängt man wieder von vorne an und apropos so weiter. Apropos ein bisschen weitermachen. Ja, Entschuldigung. Wie geht es jetzt weiter? So, genau so ist es nämlich. Also, wir denken also jetzt, du kümmerst dich jetzt um dein Fleisch? Genau. Also wir haben noch genug Fett drin. Das heißt, wir nehmen das jetzt mit und legen dann das Rinderfilet da rein. Das habe ich, wie gesagt, portioniert schon. Und braten es jetzt kräftig von jeder Seite an.
Ich bin jetzt kein Koch, also ich kann jetzt nichts dazu sagen, ob man das vorher oder nachher würzt. Ich würze jetzt gleich ein bisschen und dann ist gut. weißt also du, ich habe ja auch schon so viele Profis dort gehabt und jeder hat mir genau erklärt, wissenschaftlich, warum er das genau so macht. Genau. Und ja, insofern spannend. Spannend. Also am Ende, es gibt bestimmt viele gute Gründe, alles so oder so rum zu machen, aber am Ende muss es schmecken. Egal, wie man da hingekommen ist. Das ist richtig. Vielleicht schmeckt es. Aber apropos schmecken, es wäre gut, wenn die Spätzle und das Fleisch ungefähr gleichzeitig fertig sind. Wie geht es jetzt weiter? Weil ich wäre bereit zum Spätzle-Schaber. Also ich brate jetzt das Fleisch von beiden Seiten gut an. Mhm. Einmal Portion 1 und dann Portion 2. Und dann kommt es so 10 bis 15 Minuten im Backofen. Je nachdem, ob man es halt Medium oder Medium Rare will oder halt Well Done. Also jetzt heute eher ungern Well Done oder generell. Hier, dann würde ich mein Spätzlewasser noch mal beiseite tun. Dann kannst du jetzt mit deinem Fleisch voranschreiten. Mhm. Ja. Das wäre ja Quatsch, dass ich dir jetzt zugucke. Ne? Ja, denn die Kies braucht auch noch das Stichwort ist, wenn das Fleisch im Backofen ist, zick die Uhr. Dann darf ich die Spätzleschabe. Das wäre eigentlich ein guter Vorgang. Perfekt. Ja. Genau, und während das Fleisch dann im Backofen quasi durchzieht und du die Spätzle machst, würden wir noch die Zwiebeln anschwitzen. Ja. Die Butter auch noch mal ein bisschen aufkochen und eine Soße draus machen. Dann sind wir eigentlich schon soweit. Dann könnte man jetzt vielleicht schon den Salat auf die Vorspeiseteller drapieren. Mhm. Dann konnte er sich ein bisschen akklimatisieren, dass er nicht so eisekalt ist. Mein Freund der Bernhard Bauer war auch schon mal ein Gast in unserer Sendung. Der wird sagen, du den Salat ein bisschen vorher raus, wenn er so kalt ist, schmeckt er nicht. Ich muss sagen, bei einigen Gästen habe ich auch immer die Zutat, also was es gab im Kopf. Beim Bernhard Bauer glaube ich, jetzt war es schwierig. Ich verwechsel den auch mit dem Christian Scheib. Beim Christian Scheib gab es, glaube ich, Lamm. Ja, und beim Bernhard gab es Schweinefilet mit Gemüsetimbale und Kartoffelgratin? Kartoffelgratin. Genau, und das Kartoffelgratin war sehr gut. Hat er dir sowas Achtung. Von ein, also kann ich mich erinnern, dass er dich gefragt hat, wie macht man am besten den Schnitt mit den Kartoffeln? Weißt du noch, was er dabei hatte? Er hat mit so einer Art, es war wie ein Eierschneider, aber viel stabiler. Ich kenne das, weil ich habe ja lange genug auch beim Bernhard gearbeitet. Aber das war für dich dann auch so ein bisschen neu, ne? Also du hast eher schön geschnitten und dann hat er gesagt, für mich war die Überraschung, dass er es mitgebracht hat. Ich kannte das aus seiner Küche, aber er hat mich natürlich schnell die Kartoffeln schneiden lassen und dann hat er gesagt, ach, das dauert mir alles zu lang. Ich zeig dir mal, wie es schneller geht. Zack, zack, zack und dann waren sie durch. Aha. Also wenn ich so einen Kopfsalat habe, dann versuche ich immer so beim Anricht darauf zu achten, dass immer helle und dunkle Blätter durcheinander sind, ne? Weil das Auge isst ja mit. Ja, kannst du gerne machen. Ich weiß nicht, ob die Pfanne schon warm war, vielleicht geben wir ihr noch eine halbe Minute. Ach so, und dann drehen wir es so rum. Genau, in der Zwischenzeit hacke ich den Speck so ein bisschen klein, damit er halt einfach ein bisschen zerbröselt und wir ihn später auch im Fleisch drapieren können. Das wäre ja noch ein bisschen zu groß mit den Scheiben im Ganzen. So, jetzt vielleicht? Sag an. Ja, doch, kann man drehen. Ich meine... Mach dir einen kurzen Weg. Brauchst du die noch? Zwiebeln? Und die Zwiebelmasse mache ich einfach in einem. Okay. Das passt dann schon. Dann würde ich nämlich das Spätzlewasser wieder aufstellen. So, dann kommt das jetzt in den Backofen. So knapp 10 bis 15 Minuten, je nachdem, ob man es halt... lieber ein bisschen durch mag oder lieber ein bisschen Medium. 17, okay. 10. Ja. Und Daniel, mal Spätzlewasser kocht. Ich drehe es ein bisschen runter. Ja. Wir haben aber gesagt, wir wollen so ein bisschen über die technische Anekdote erzählen. Was ist denn passiert? Welcher technische Super-GAU ist denn passiert? Also hast du mal einen Stecker vergessen oder so? Mir fällt doch gerade was euch. Wenn noch als Promo zu war. Ja, wir hatten tatsächlich einmal, das war noch gar nicht so lange her, da waren wir hier und wir haben also ein recht ausgeklügeltes Sicherheitssystem, sodass man halt alles entklauen kann, was sehr sinnvoll ist. Wenn aber halt der Schlüssel zum Aufschließen von all dem innen drin liegt, kommt man nicht mehr rein. Da ist ausgeklügelt gut genug, aber das funktioniert nicht. Da muss dann noch mal einer zurückfahren, wir drehen das Ganze ja hier in Speyer.
Ja, wir hatten schon einiges. Gern gesehener Fehler, schon länger nicht mehr passiert. Hat mich früher fürchterlich aufgeregt, war ich auch immer, auch mal selbst schuld, also oder mehr als einmal, weiß gar nicht. Vergessen auf Rekord zu drücken, das ist das Lustigste von allem. Ja, keine das Aufnahme. Ist leider immer mal wieder passiert. Können wir nochmal anfangen? Ich habe vergessen, ab auf Rekord zu drücken. Wo müssen wir denn anfangen? Also und vielleicht für die Zuschauer, ich habe so einen Knopf im Ohr, also die Regie kann mit mir sprechen. Können wir das nochmal machen? Ab wo denn? Ja, so ziemlich ab Anfang. Ah ja, das ist dann immer ganz besonders toll. Ganz besonders toll ist es. Ja. Ich mache die relativ grob, ne? Also so hausgemacht, handgeschabt, darf grob aussehen, ja? Ganz besonders oder toll ist es. Nee, ist gut. Wenn gut. Man halt besonders diese Situation nicht nochmal nachstellen kann, weil man halt ein Stück Fleisch hatte, so wie wir heute, und wir jetzt entzweien oder entachteln oder entneunen hier. Ja. Und man dann keinen Rekord gedrückt hat. Das ist gerne passiert. Dann gab es halt auch im Küchenstudio immer so ein paar Vorfälle. Also ich meine, bei 100 Folgen geht halt auch mal was zu Bruch. Ich meine, da hat die Michaela ja immer. Michaela muss uns ja immer ertragen, bis manchmal mehr oder manchmal weniger spät in die Nacht. Also ja, aber die schönen Sachen, dass solange sich keiner verletzt, ist es immer gut. Nur wir hatten im Sommer in Neustadt natürlich immer auch mit Wildwuchs zu tun, weil das Übertragungsmobil dann eben halt in dem Bereich stand. Und da ist es euch tatsächlich auch mal passiert beim Heckenschneiden. Ja, das stimmt. Zack. Kabel durch. Stromkabel durch, ja. Sicherung und raus. Und wir haben heute noch die Denktrommel daran. Ja, wir haben die Trommel nicht weggeschmissen, wir haben sie dann fachmännisch gekürzt und wieder tatsächlich? Eingesetzt. Der Stecker, ja, wieder, der Stecker wieder elektrisch korrekt angeschlossen. Okay. Geht super. Also, man muss ja sparen. Wir haben die dann nochmal. Die ist immer noch im Einsatz. Braucht die ist halt kurz. Also für die kurzen Kabelwege kann man sie noch nehmen. Für kurze Wege. Wenn man jetzt nicht so weit zum nächsten Steckdose hat. Hier ist es ja viel besser. Hier haben wir ja eine richtige Einfahrt mit richtig gepflastert und allem. Das war in Neustadt immer ein kleines Abenteuer. Aber ja, machen wir auch mal gegärtnert. Auch schön. Beim Fernsehen lernt man nie aus. Macht mal alles so ein bisschen. So ist es. So, die erste Spitze ist fertig. Wie sieht es mit deinem Fleisch aus, Daniel? Ja, mein Fleisch ist jetzt 5 Minuten drin. Von dem her, 5 Minuten brauchen wir noch. Und mal gucken dann. Aber die Zwiebeln brauchen noch ein bisschen. Und ich bräuchte dann auch nochmal, wenn du jetzt quasi ein bisschen hast vom Platz, das, was du davon hast. Im Zweifelsfall können wir den Warmhaltetopf verschwinden lassen an der Stelle. Ich habe eben nochmal mein Werkzeug sauber gemacht, weil der Tipp zum Spätzleschaben, und das habe ich tatsächlich von einer Schwäbin mir zeigen lassen, ein dünnes Brett, die nehmen glaube ich auch als ein Holzbrett. Ich nehme immer so Frühstücksbrettchen, weil das aus Plastik, fliegende Spülmaschinen, ist egal, ob es warm wird, ob es nass wird, wie auch immer. Und so ein 0815 Teigschaber und dann einfach immer so Runerschabe, also relativ easy. Finde ich, geht viel schneller wie jede Spätzlepresse. Und ich habe am Schluss auch weniger Sauerei, weil da kein Teig drin hängen bleibt. Ich kann das quasi alles hier in den Topf machen. So, das legen wir mal weg. Also wenn du die Platte hier vorne brauchst, Daniel, dann ja, also so demnächst wäre ganz gut. Einfach auf die Seite, ja? Ja, dann fühl dich doch auf die Seite geschoben, dann würde ich da einfach schon mal mit. Kannst du es vielleicht machen, weil ich dann hier direkt weiter schabe und dann ja, natürlich. Nach hinten stellen aus unserer Perspektive. Ja. Und hier immer beim Schabe kurz mit dem Teigschaber ins heiße Wasser. Ich stelle es hier auf die Seite, dann kochend, hast du es nicht so wichtig, weit. Nicht kochend, weil sonst hat man Spätzle-Schaum oder so, also das zerfällt total. Also ich habe jetzt die Zwiebeln hier angebraten, ein bisschen mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und jetzt kommt noch Zucker dazu, damit wir es ein bisschen karamellisieren lassen. Wir können gerade so. Ach, hast du schon. Nach Augenmaß. Nach hinten. Ja, es gibt eine Einspielung, die wir noch nicht gezeigt haben. Achtung einmal, Markus. Aha. Ja. Die eigentlich ja die lustigste ist, von meiner Seite aus zumindest, ich finde die wirklich genial. Die pures ist wirklich Gold. Toll. Welche ist das? Das ist sozusagen die Best-of. Das sind nämlich die Outtakes. Aha. Und wir haben im Schnitt Tränen gelacht. Oh ja. Wir haben wirklich Tränen gelacht. Und auch wenn produktionsbedingt wir hier jetzt die Einspieler nicht sehen, diesen Einspieler, den haben wir tatsächlich dabei und werden ihn gemeinsam anschauen. Dass du weißt, wovon wir reden, und er ist wirklich lustig und ich würde sagen, Mats ab. Da bin ich gespannt. Gut, mit welcher Kamera fangen wir an? Steffen. Danke. Wer ist jetzt Steffen? Das ist der Steffen. Hallo Steffen. Hallo Steffen. Hi. Es gibt rote Beete. Nee, rot. Ach rot, ja, ach rot, ich merk's. Viermal.
Ah, ne, man darf keine Werbung machen, aber die sind echt gut scharf. Hier haben wir Mongosprossenbohnen. Mungo-Sprosse. Was muss ich machen? Auf die Nudel einfach. Doch, nee, auf die? Ja, genau. Wow. Und dann wird es so geschichtet und dann kommt ein bisschen so Butterflocken drauf. Und verhauen hier. Ja, kein Problem. Und, ich wasche die Kartoffeln und du erzählst unsere Zuschauer. Oh. Da kommen so Butterflocken. Das ist da ein schönes Stock. Das Ei liegt wirklich komplett neben drauf. Ihr seid soweit? Sehr schön. 28 minus 10 plus 27 ist die Produktionszeit. Mhm. Die Eier sind drin, dann... Wie wenn man die Frau massiert daheim oder die Freundin. Oh, Marc, das müssen wir rausschneiden, das ist ja widerlich. Okay, sorry. Ja, Frau Hackbart, ich habe gerade eben... Das ist schon wieder falsch. Eigentlich ist es also auf jeden Fall saulustig, aber es ist falsch, ja. Aber besser als Schwarzbrot jetzt schon, wir nähern uns... Daniel, das hast du echt saugut zusammengeschnitten. Ja, ich hab Pipi im Auge. Ja, es waren noch viel mehr lustige Sachen dabei. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, das alles zu finden nach so vielen Sendungen. Ja, klar. Also mein Spätzle ist übrigens fertig. Wie sieht es bei dir aus? Ich guck noch die Kieche. Bei mir sind die Zwiebeln auch gut. Riecht gut. Die Soße habe ich jetzt nochmal warm gemacht. Ja, herrlich. Tun wir noch ein bisschen Sahne dazu. Kochen es auf und immer noch mit dem Pürierstab drüber. Die. Ich sehe schon. Ich nehme eine Gabel. Achtung, heiß. Oh. Er hat mich mit dem Blech bedroht. Zwei Gabel. Soll ich dir vielleicht mit dem Messer hier ein bisschen... Ich habe jetzt auch schon überlegt, ich nehme einfach zwei Gäbelchen. Also wir haben jetzt hier ein paar Komponente und ich würde einfach mit dem Orichte beginnen, hier mit dem Fleisch. Du kannst ja dann einfach die Spätzle drauf machen, so wie du Zeit hast. Warte mal. Michael, du hast gesagt, du magst lieber durch. Ja, so ein dünneres Teil gerne. Eher hot. Dünneres Gäbel. Okay, ich gehe aus dem Weg. Ich will halt... Da war Öl drin. Wir schneiden es nicht, weil ich Angst habe, dass es dann reißt. Es ist so schäbig, Michaela. Wir schneiden es nicht. Ja? Stell es mal hier vor, dann kann auch die Kamera nochmal einen Blick aufs Fleisch werfen. Oder möchtest du vielleicht wissen, wenn das geht leicht raus. Ich tue mal die Finger wahrscheinlich dann verbrennen. Ja, so ein bisschen. So, sag mal. Du kannst vielleicht einen Löffel holen und das Salatdressing und das so ein bisschen. Dann das Fleisch und dann machen wir mal von deiner Balsamico-Zwiebel ein bisschen was drauf. Schwer? Ja. Komm schon so drauf. Wenn ich lange Arme habe. Naja, nee, was von das halt. Mache ich das so? So. Also, Michaela, so, am Schluss. Alle gut raus. Viel Speck. Es geht besser, wie ich gedacht habe. So, und jetzt soll ich mit der Spätzle hier? Jetzt kann ich schon mit der Spätzle. Also, ich bin vielleicht einigermaßen guter Koch, aber ich bin immer schon sehr schlecht darin gewesen, es so zu machen, damit es auch schön aussieht. Schmecke tut es meistens, aussehe tut es selten. Also, ich finde, bis jetzt sieht es eigentlich ganz nett aus, was du da machst. Ja, bisher war es jetzt keine große irgendwie Kunst. Jetzt hast du natürlich auch angefangen, da Spätzle so zu machen, dass ich es jetzt, was ich mir überlegt habe, nicht. Jetzt, ja, so ist gut, ja. In jeder Küche gibt es Streit beim Anrichten, wenn zwei Leute von zwei Seiten anfangen. Ich glaube es, ja.
Gibt es einen Grund, warum das noch? Nö, ne? So, bitte sehr. Dankeschön. So, und dann noch ein bisschen Grünzeug aber drauf. Das war auch hier. Ich finde das schön, in der Sendung haben wir ja immer Wert drauf gelegt, nichts wegzuschmeißen. Auch nochmal ein bisschen Peterlo aber drauf. Das sieht ja fantastisch aus. Dann? Glaube ich. Geh mal ins Esszimmer. Ja, sehr gern. Shaila, darf ich dir? Ich stelle das mal weiter. Das wäre auch das dünnere Stück Fleisch. Jawohl, danke schön. Dann nehme ich das. Achso, das soll anbleiben, ja. Okay, dann muss man mit dem. Gut. So. Ja, genau. Meine Lieben, mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es war genauso. Mal was ganz anderes. Also das kann ich nur betonen. Also war schön. Es war mir ein Fest. Michaela, du hast die Weine ausgesucht. Was trinkt man denn zur Vorspeise? Wir können zur Vorspeise auf alle Fälle den Weißwein kosten. Das ist ein Sauvignon Blanc vom Nägle, von der Pfalz. Das darf man beim Wein darf man das schon gerne sagen. Ja, Hambacher, ja, passt. Ne? Kann man erstmal prosten. Ja. Vielen Dank, dass ihr mit mir gekocht habt. Hat Spaß gemacht. Prost. Auf die Sendung, auf die 100. Folge. Auf alle Fälle. Schön fruchtig. Ich glaube, das passt sehr gut zu der Quiche. Ich bin gespannt, was wir da gemacht haben, Michaela. Die Quiche ist auf jeden Fall ja auch was Schönes, also jetzt, wo es dann wieder wärmer toll wird. Aus. Und schmeckt nach echt super. Ja, die Michaela hat ja gesagt, sie wird gerne Quiche machen. Und dann habe ich die Idee gehabt, wir machen kleine. Das ist so als Vorspeiseteller. Da kann man das ja schön so kombinieren. Ne? Schön jetzt, wo es quasi in die warme Jahreszeit übergeht. Schön Weißwein dazu. Ja. Kann mir gut vorstellen, auf der Terrasse. Ja. Hoffentlich wird es bald richtig warm, dass wir auch wirklich auf der Terrasse sitzen. Ne? Auch wenn es vielleicht noch ne, zu zweit, zu dritt, zu viert. Es wird alles wieder besser werden. Und dahin, bis dahin freuen wir uns mit dem, was wir haben. Das ist die beste Einstellung. Das ist richtig, ja. Ne? So ist es. Aber jetzt bin ich aber neugierig aufs Fleisch. Ich habe das selbst festgestellt, man wird sehr neidisch, wenn man draußen sitzt und zuguckt. Dann will man die Leute ja nicht zu lange auf die Folter spannen. Also von dem her. Entschuldigung. Ja, dann. Ah, Daniel, es ist perfekt. Es ist perfekt auf den Punkt. Ja, schön. Also zu dem Fleisch kann man natürlich auch einen Rotwein. Ich kenne euch ja ein bisschen. Der Markus mag kein Barrique, also wenig Barrique. Und du magst auch gerne verschiedene Rotweine. Und zu dem Fleisch habe ich jetzt einfach mal einen St. Laurent vom Anselmann rausgesucht. Dann probieren wir mal, ob der dazu harmoniert. Getrunken wird immer, ne, hast du gesagt? So ist es. Also, wenn man in so einer gesegneten Gegend wohnt, dann muss man dem Ganzen ja auch zum Wohl. Zum Wohl. Ich muss sagen, ich darf verraten, den trinke ich tatsächlich öfters. Ich habe gesagt, du wirst dem Daniel eine große... Ich habe es nicht verraten, aber sie hat mir dann gesagt, was sie gekauft hat. Und dann habe ich gesagt, du hast dem Daniel eine große Freude gemacht. Also, damit. Das ist genau mein Geschmack getroffen. Gute Einschätzung. Also zum Thema genau der Geschmack getroffen, Daniel. Also das ist echt super lecker. Also die Fleischqualität ist auch hervorragend, das muss man auch sagen. Aus einem guten Fleisch kann man ein gutes Essen machen. Wenn das Fleisch dann nicht mehr so zäh sein sollte oder so, ist schwierig. Aber es schmeckt perfekt. Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, jetzt ist es Zeit für den letzten Eulspieler, den wir vorbereitet haben. Die Band Horsch Mohi, der Stefan Scholz und der David Hellmeier, haben ja schon zu unserem kleinen Jubiläum, zu der 50. Sendung,
oder kurz vorher war es, glaube ich, haben die uns ein Lied geschrieben über unsere Kochsendung. Und das haben sie jetzt nochmal extra performt und da haben die ja schon in den Grüßen beim Intro gesehen und die haben das jetzt nochmal performt. Und vielen Dank an die Band Horsch Mohi, Akustik Rock im Pelzer Sprach. Und ihr dürft sehen, was die für uns aufgenommen haben. Und schon Küche geflüchter. Und eine leckere Show. Und schon Küche geflüchter. Auf und weiter. Frema uns. Frema uns. Die letzte 8 Jahre schon geht's in der Kichelwelt eis her. Du wird geprutzelt mit nette Leid von nah und fern. Das Team ist spitze. Und noch viel Spaß an der Sache. Wir wollen euch danken. Das ist der Wahnsinn, was ihr schafft. Was ihr schafft. Meine Lieben, wir haben ein tolles Essen vor uns stehen. Vielen Dank, dass ihr mit eurer Idee das Format bereichert habt. Vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte. Michaela, es hat ja lang genug gedauert, bis wir dich überreden konnten. Wir haben 100 Sendungen gebraucht, bis du dich endlich ein zweites Mal vor die Kamera getraut hast. Weil einige Zuschauer haben dich erkannt im alten Intro, warst du ja regelmäßig in jeder Sendung zu sehen. Ja, das stimmt. Bin ja halt scheu. Also die Michaela war ja bei alle 100 Eigentlich Sendungen quasi Michaela dabei. Bei sehr vielen Folgen dabei. Ja. Ich muss sagen, auf der Seite von der Kamera war es sehr entspannt. Also hat Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, dann würde ich sagen, hören wir noch weiter unsere Freunde von Horsch Mohi zu und verabschieden unsere Zuschauer. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Küchengeflüster. Bis dahin, macht's gut und bleiben gesund. Zum Wohl. Ganz viel Spaß. 100 Mal schon Küchengeflüster. 100 Mal leckere Show. 100 Mal schon Küchengeflüster. Auf 100 weitere. Frema uns. Frema uns. Lieber OK Weinstraße, alles Gute zur 100. Folge von Küchengeflüster.